Hallo, wir sind erst offizieller Vlog zu zweit. Genau. Ist auch der zweite Tag, also ist es angemessen. Ist erst der zweite. Kommt mir schon wie eine Ewigkeit vor, eine positive Ewigkeit. Eine positive Ewigkeit. ja. Wir haben uns heute mal was gegönnt und haben schön lange geschlafen. Naja, es war ja unabsichtlich. Da mein Handy ja weg ist, habe ich keinen Wecker mehr. Nur so am Rande. Und ich war gestern irgendwie zu, keine Ahnung, ich wollte eigentlich noch einstellen und dann bin ich aber schon eingenickt. Naja, und jetzt ist die Sonne schon am Scheinen. Wir essen gerade diesen tollen Lemon Loaf, den Andrea gemacht hat. Das ist eigentlich wie ein Zitronenkuchen mit ganz normal Zitronenglasur. Aber der ist total perfekt. Schön zitronig in der Glasur und schön fluffig im Teig. Er schmeckt sehr gut. Genau. Wir müssen erzählen, was uns schon passiert ist. Also ich habe ja schon den ersten Tag erzählt am Pool. Müssen wir eigentlich mit dem Flug anfangen, oder? Ja. Zum Flug haben wir auch noch irgendwie zwei kurze Videos gemacht, aber die sind halt nicht komplett repräsentativ. Deswegen, wie war der Flug denn? Also es fing damit an, nachdem wir verabschiedet worden, sind wir eigentlich nur noch losgegangen und haben schnell eigentlich Wasser für Robin gekauft. Und natürlich haben wir dann noch drei riesige Riegel Milka gekauft, weil das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Und ja, der Flug nach Frankfurt war eigentlich ein kleines Kinderspiel. 45 Minuten, dann waren wir da. Und dann fing es an. Wir hatten eine Stunde Zeit eigentlich zu unserem Flug zu kommen. Aber dann mussten wir erstmal raus aus dem Flieger. Was Stunden gedauert hat, weil es hieß, es gab Probleme. Und wir mussten uns, just wait a second. Die Sekunde dauerte 5 Minuten. Und dann waren wir draußen, dann mussten wir in Busse einsteigen. Dann mussten wir warten, bis die alle voll genug sind, dass die losgefahren sind. Und dann war es wohl so, dass der Bus immer keine Vorfahrt hatte. Das hieß, wir haben dann nochmal 15 Minuten mit dem Bus bis zu dem Gate gebraucht, wo wir aussteigen dann konnten. Und dann mussten wir innerhalb von so 20 Minuten den ganzen Frankfurt-Flughafen durchrennen. Und es bestand eigentlich nur aus Fluren. Wir sahen immer, wir mussten vom A-Gate zum C-Gate laufen. Und wir rannten und rannten. Also eigentlich gingen wir die ganze Zeit und irgendwann war es so, dass ich zu Robin guckte von wegen, ich fühle mich jetzt so, als müssten wir rennen und er guckte mich zurück an und auf einmal sind wir losgerannt. Und, sehr befreiend. Ja. Dann fiel uns auf, wir mussten nochmal durch einen Passportcheck, dann mussten wir nochmal durch einen Securitycheck und bei dem sind uns dann die Wasserflaschen abgenommen worden, weil wir keine Zeit hatten, die nochmal auszuleeren, bevor wir durch den neuen Securitycheck mussten. Ja. Und daraufhin haben wir dann Wasser los. Total scheiße, wa? Dann kamen wir an, um festzustellen, dass sie den Flug nach hinten verschoben haben, weil sie anscheinend eine Überbuchung hatten um 6 Personen. Und deswegen hätten wir gar nicht rennen müssen, weil die sowieso noch mal 20 Minuten länger gebraucht haben. Naja, aber irgendwann hatten wir ein bisschen Sport gemacht und waren auch rechtzeitig da. Dann konnten wir uns wieder entspannen. Und der Flug war eigentlich ja, keine Ahnung, war zwar lang. Das Essen war aber, fand ich, ganz okay. Ja, die Stewards waren okay. Die Leute, die neben uns saßen, waren eigentlich auch sehr nett. Da war ein netter asiatischer Mann, der uns gesagt hat, wie man die Kopfhörer reinbringt. Mhm. Und wir hatten nur das Pech, dass hinter uns saß ein Baby, das ab und zu dann halt geweint hat. Ja, ich hab ab auch nicht, und zu. Ja, das ziemlich war laut. Und zwar nicht wie Babys weinen. Das war nicht so, nee, nee, sondern irgendwie so durchgehend in einem Ton, der total schrill war. So, ein bisschen wie so ein seltsamer, wie so eine Sirene oder so, bei der irgendwie der Wechselmechanismus kaputt ist. Aber es war eigentlich ein sehr putziges Baby, wenn es nicht geschrien hat. Aber leider hat es sehr viel geschrien. Ja. Naja, irgendwie die Stunden gingen halt vorbei. Wir haben halt tausende Filme geguckt und Robin hat sogar seine Hausarbeit da fertig geschafft. Ja, meine Auswertung da, jetzt den Teil, den ich schreiben muss. Ach, das muss ich noch abschicken übrigens. Fällt mir gerade ein. Egal. Genau. Und ja, gestern habe ich ja schon versucht, als wir beim Pool waren mit den Kindern, das war sehr lustig. Also auch mit Andrea, aber mit den Kindern besonders, weil die da ja am Spielen waren, weil die da Swimming Lessons hatten. Habe ich auch schon kurz was aufgenommen und ein bisschen was erzählt. Und wir haben ein paar Videos gemacht, wie die Kinder spielen. Aha, so süß. Haben wir Videos gemacht, wie die Kinder spielen? Ach, du hast ja, stimmt. Ich habe eins gemacht, wo ich dann so rumgelaufen bin, stimmt. Und so. Genau. Stimmt. Und, aber du hast jetzt ziemlich viel übersprungen, ne? Am Tag, wo wir angekommen sind. Nee, ich hab ja. Ach, stimmt.
Ja, aber ich glaube, das hatte ich da schon ein bisschen umrissen. Aber wir können noch mal gemeinsam nachdenken, was da alles passiert ist. Ja, eigentlich ist nicht viel passiert. Sie hat uns abgeholt, ist nach Hause gefahren. Ich sitze jetzt immer mit den Kiddies hinten. Aber es geht, weil ich mich inzwischen mit denen ganz gut angefreundet habe. Aber manchmal ist es schwierig, weil Amaya, die Kleine, die spricht noch nicht richtig. Sie kann viele Worte nicht richtig aussprechen. Zum Beispiel, wenn sie Sauna sagen will, dann sagt sie mal Horna. Ja, oder Kati. Anstatt anderer oder wenn sie Kati sagt, sagt sie Hordi. Ich habe damit kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Hordi. Aber es ist ganz lustig, wenn sie mich durch den Laden dann gerufen hat, Hordi. Dana, jetzt weißt du, wie du Kati ab jetzt nennen kannst, um sie gleichzeitig zu teasen und sie zu, sich freuen zu lassen. Naja, und sie haben zwei Haustiere. Bella, das ist ein uralt Dackel, aber sehr freundlich. Und Dexter ist eine Hauskatze und der, vielleicht hört man den im Hintergrund, der ist drin. Und der ist super freundlich, der ist auch ganz flauschig und niedlich. Wir haben Teewasser aufgesetzt, deswegen bin ich mal ganz kurz nachgucken, wie das ist. Und du kannst dir mal kurz erzählen, wie doch der Anfangstag sonst war. Weil ich das, was ich noch weiß, schon gesagt. Kannst du mir noch einen Lemon Loaf mitbringen? Ja. Nö, am ersten Tag eigentlich ist da gar nicht mehr so viel passiert. Wir sind eigentlich hier angekommen und wir hatten ja das Glück, dass wir die ganze Zeit über 14 Uhr hatten. Konnten immer auf der Karte beobachten, wo der Lichtschein hinkam. Erst waren wir halt von Europa rüber und dann wurde es halt langsam bei denen hier erst Tag. Und so gesehen, wir sind dann um 11 in Hamburg losgefahren und zeittechnisch waren wir dann um 14.30 Uhr in Vancouver. Das heißt, ja, eigentlich waren wir nur so die 3 Stunden unterwegs, aber na okay. Dann hatte uns Andrea halt empfohlen, dass wir versuchen, wach zu bleiben, was wir auch getan haben. Wir haben dann hier oftmals auf der Terrasse gesessen und haben zusammen lecker kühle Getränke getrunken, weil hier ist es richtig warm und richtig schön sonnig. Im Gegensatz zu Hamburg, wo ab und zu die Wolken vorkommen oder so diesig schwül warm ist, ist es hier die ganze Zeit halt heiß warm. Also es ist trocken, eine sehr angenehm trockene Wärme. Und wenn man genügend halt Eiswürfel hat, wie Andrea halt hat, dann ist es okay. Es ist halt, ich habe eine Menge Flashbacks gehabt, sondern in Amerika habe ich so gedacht, ganz viel. Nur dass im Gegensatz zu dem, was ich in Amerika gesehen habe, es ist hier halt sauber und ordentlich und überall hängen Blumen. Die Leute sind freundlich. Zum Beispiel, als wir gestern im Supermarkt waren, in dem Superstore, dann immer, wenn man im Weg gestanden hat, kamen die Leute an und sagten sorry oder excuse me. Dabei waren wir diejenigen, die im Weg standen. Und ja. Andrea hat uns unglaublich nett aufgenommen. Wir haben unten ein eigenes Zimmer für uns und wir haben ein eigenes kleines Bad. Und ja, deswegen haben wir heute auch zum Beispiel verschlafen, obwohl die Kinder halt ziemlich laut sind, weil wir halt unseren eigenen Platz haben und dann ziemlich unabhängig sogar sein können. Was ganz cool ist, was Robby schon erzählt hat, dass wir beim Pool waren. Die haben halt hier so eine Art Community Pool. Das ist halt, die bezahlen halt so ein paar Straßen, die zusammenhängen. Zahlen halt so eine bestimmte Fee im Jahr und dafür wird dann halt der Pool halt umsorgt und gepflegt. Auch im Winter wird sich darum gekümmert und so. Und die müssen können halt immer, egal wann sie wollen, dorthin fahren, solange sie halt in diesem Bezirk wohnen. Da sind dann zwei große Poolbereiche, ein größerer, der bis zu 2 Meter tief geht und ein kleinerer für die Anfänger, der nur halt so 40 cm oder sowas tief ist, vielleicht sogar ein bisschen flacher. Ja. Und da haben wir gestern den Tag verbracht und dann ist eigentlich Andrea nur einmal zwischendurch weggefahren und hat uns dann Lunch gemacht. So, sie sagte, I will make your cream cheese and cucumber sandwiches. Und dann hat sie uns die ganze Zeit erzählt, dass sie ja englische Cucumbers hat, die ja keine Samen haben. Und dann haben wir festgestellt, es ist einfach, das sind die gleichen Gurken, die wir auch haben, die mit den transparenten Kernen. Aber es ist sowieso ganz witzig, wenn man das sich hier anguckt, weil viele Sachen sind eigentlich das Gleiche, nur auf eine seltsame Art und Weise anders. So wie Johanna halt in Neuseeland gesagt hat, das alles ist irgendwie das Gleiche, aber es ist nicht dasselbe. Ja, so wie halt und auch der Lemon Loaf, der eigentlich nur wie ein Zitronenkuchen ist, aber irgendwie auch nicht. Und was macht der Tee? Ich muss ihn irgendwie rauskriegen, ohne dass Dexter kommt. Ah, cool. Ist das schwarzer Tee? Wir müssen das auch noch hochladen, ich weiß es nicht genau. Hast du das schon vorbereitet? Ja, das ist schwarzer Tee, das riecht man. Danke. Ja, Dexter ist halt, der darf nicht raus, weil der stammt irgendwie von einer Wildkatze ab. Das ist so, Andrea hat gesagt, die wurden von denen gerettet. Das war eine Wildkatzenmutter, denen wurden die Babys weggenommen und dann wurde versucht, dann halt die Katzenbabys halt so an Menschen zu gewöhnen. Bei Dexter ist es gelungen, aber er darf halt nicht raus. Irgendwie haben sie da Sorge.
Vielleicht auch, weil hier eine große Straße in der Nähe ist, aber naja, ich glaube, der würde damit umgehen können. Ja, ich habe eigentlich jetzt nur noch so ein paar Sachen erzählt. Okay. Wir haben gestern, oder beziehungsweise ich, haben noch versucht, irgendwie ein Internet-Blog-System zu finden, bei dem wir gut Sachen hochladen können. Das Blöde ist, dass jeder Provider, den ich irgendwie gefunden habe, immer eine Sache irgendwie, die uns wichtig war, nämlich, dass wir eigentlich irgendwie mehrere Medienformate posten können, wie auch mal vielleicht nur kurzen Text oder Videos, also hauptsächlich Videos und vielleicht auch Bilder, also so ein bisschen blogartig schon. Sozusagen, irgendein Aspekt davon ging immer nicht. So, deswegen habe ich jetzt, also was auf jeden Fall gehen wird, ist YouTube-Channel irgendwie. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Und dann müssen wir mal gucken, wie gut das mit dem Hochladen klappt, weil ich glaube, dass das jetzt hier ein HD-Video ist. Und je nachdem, wie lang die sind, dauert das dann Stunden, bis die hochgeladen sind und konvertiert und so. Deswegen gucken wir mal, wie das so läuft. Wir müssen mal ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und dann irgendwann sind wir bestimmt eingespielter und wissen, wie lang die Videos sein können, ob sie HD oder SD sein sollten und wo wir sie hochladen. Und dann sagen wir euch das allen, damit ihr die alle gucken und liken und schreiben und Kommentare. Und dann kriegen wir irgendwann 1 Million Subscriber. Der YouTube-Channel heißt übrigens Miepiebonk. Ich weiß, mit CK. Warum mit CK? Warum mit Doppel-IE? Hm. Just to emphasize the K sound at the end, Miepiebonk. Ja. Okay. Okay. Wir essen jetzt mal unseren Kuchen fertig und dann kommt Andrea wahrscheinlich bald vom Pool wieder. Wahrscheinlich. Und danach gehen wir shoppen. Und vorher müssen wir noch ein bisschen auf die Kinder aufpassen, weil sie noch mit dem Auto irgendwo hin muss oder so. Aber Das kriegen wir schon hin. Beide pädagogisch erfahren. Ja, auf jeden Fall. Spielen wir sonst mit denen wieder Hide and Seek und Tag. Tschüssikowski. Ciao. Nur noch fressen.